Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen! Es war im August 2018, da stand ich als schleswig-holsteinischer Delegierter zur Baltic Sea Parliamentary Conference, zur BSPC, auf dem Marktplatz der Kleinstadt Marienham. Knapp 12.000 Einwohner, mitten in der Ostsee, der Hauptort der finnischen Ålandinseln. Schwedisch sprechen natürlich, muss man ja immer dazu sagen, damit man auch Zufriedenheit beim SSW dann entsprechend bekommt. Mich irritierte ein Symbol, muss ich gestehen. Neben der Verständigung irritierte mich dort ein Symbol auf meinem Smartphone. Es war, was ich nicht erwartet hatte, ein WLAN-Symbol. Mitten auf dem Marktplatz. 80 Megabit Downloadrate. Also richtig schnell, damit das jeder hier richtig einordnen kann. Ohne Anmeldung, ohne Bürokratie und einfach so. Drei Tage später, Frau Kollegin, waren wir alle zusammen wieder auf dem Hamburger Flughafen. Das Tor zur Welt, Hamburg, die Metropole, über 17 Millionen Passagiere im Jahr. Das WLAN-Symbol flackerte nur so ein bisschen. Noch nicht mal die Anmeldeseite war fehlerfrei zu öffnen. Man musste Daten eingeben, komplizierte Registrierung, Häkchen setzen, hier und da immer wieder Fehler und Verbindungsabbrüche. Ich muss gestehen, ich habe aufgegeben. Bevor ich danach auf Vorfahrplan aufrufen konnte, war mein Bus schon lange weggefahren. Tatsächlich sind öffentliche WLANs und deshalb ganz herzlichen Dank auch für den Bericht, auch für die Klarheit in dem Bericht, Herr Minister, die Sie uns heute dargestellt haben, in unserem Land, bei uns im Norden, auch bei uns im Norden, ausbaufähig, um es zurückhaltend zu sagen. Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, öffentliche WLANs und Mobilfunk sind im Übrigen zwei Technologien, die sich in ihren Möglichkeiten, in ihren Chancen ergänzen, die kein Widerspruch sind. Das ist für denjenigen, der mehr in der Technik drin ist, aufgrund der Frequenznutzung relativ einfach verständlich. Aber die modernen 5G- und 6G-Mobilfunknetze versprechen durchaus noch wesentlich höhere Geschwindigkeiten und, was da zusammen besonders wichtig ist, geringere Latenzen, mit denen eben auch kritische Echtzeitanwendungen möglich sind. Das wird selbst vom neuesten Wi-Fi 6-Standard noch nicht erreicht. Mobilfunk wird also wichtig und öffentliche WLANs sind genauso wichtig, weil sie unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Zwecke verfolgen und sich zu einem Gesamtnetz perfekt ergänzen. Minister Albrecht hat in seinem Bericht völlig zu Recht den Hotspot 2.0 als eine wegweisende technische Funktion dargestellt, um eines der ganz großen Probleme der WLANs, nämlich den Anmeldeprozess, bequemer und komfortabler zu gestalten. Kein neues Einloggen, kein neues Registrieren, einfach loslaufen. Das ist das, was wir eigentlich vom Internet heutzutage erwarten. Aber ein technischer Standard einer Roaming-Kooperation alleine baut noch keine WLANs. Im Übrigen gibt es hier auch keinen Gegensatz zwischen WLANs, die irgendwie von der öffentlichen Hand oder vom Land betrieben werden, und Hotel-WLANs. Natürlich verstehe ich den Hotspot 2.0 als eine Schnittstelle, in die jeder, inklusive das Hotel-WLAN, entsprechend sich mit einklinken kann. Gutes WLAN, meine Damen und Herren, braucht allerdings auch ein gutes Backbone, braucht Glasfaser als Hintergrund. Schleswig-Holstein ist dort heute bereits führend, aber noch nicht ganz am Ende. Unser Land hat klare Ziele, bis 2025 in flächendeckenden Ausstattung mit Glasfaser zu ermöglichen und damit auch das Backbone für schnelles WLAN zu machen. Schön, dass Bernd Buchholz hier richtig Tempo macht. Übrigens auch die Kommunen muss ich hierbei lobend erwähnen. Der Kreis Segeberg nimmt jetzt 60 Millionen Euro in die Hand, um die letzten weißen Flecken, die letzten Glasfaserflecken im Kreis Segeberg auch tatsächlich zu schließen. Das eigentliche Drama, hat der Minister völlig richtig dargestellt, ist, dass der Ausbau der öffentlichen WLANs ein bisschen lahmt. WLAN ist im Übrigen keine Glocke, die einfach über das Land gestülpt wird. Und ich glaube, da kommen wir zum wesentlichen Punkt. WLAN ist keine Glocke, die über das Land gestülpt wird, sondern WLAN sind viele, viele kleine Zellen und Initiativen vor Ort. Ob es Freifunker sind, ob es Behörden sind, die es für sich machen, ob es Vereine sind. Digitalisierung ist, meine Damen und Herren, nie ein Top-Down-Prozess gewesen, sondern wenn es erfolgreich war, immer ein Bottom-Up-Prozess. Ich wünsche mir daher auch wesentlich mehr Engagement der Kommunen, mehr Engagement der Bürgermeister, der Stadt- und Gemeindevertretung. Es gibt doch in vielen Orten einen Radverkehrsbeauftragten. Warum gibt es keinen Digitalisierungsbeauftragten? Das sind Punkte, wo man auch Engagement noch vorantreiben kann. Und man kann auch auf dem Fahrrad mit WLAN was tun. Aber man sollte es nicht, wir kennen die Straßenverkehrsordnung. Wir Freie Demokraten sehen also öffentliche WLANs und digitale Infrastrukturen, Smart Towns und Smart Regions als fundamentale Bestandteile eigentlich auch jeden integrierten Stadt- und Gemeindeentwicklungskonzeptes. Wir sehen es also als fundamentalen Bestandteil einer Stadtentwicklungs- und Städtebauförderung. Meine Damen und Herren, wir wünschen uns da auch deutlich mehr Engagement der örtlichen Gewerbevereinigung, nicht nur der WLAN-Anbieter, sondern auch der Gewerbevereinigung. Wir wünschen uns mehr Engagement auch beispielsweise der Sportvereine, nur um die als ein Beispiel für all die Institutionen zu nennen, wo sich Menschen treffen und wo wir eine gute Infrastruktur brauchen. Wir Freie Demokraten wollen das Land daher entfesseln. Wir wollen jeden dieser Akteure motivieren.
Und wir haben als Jamaika-Koalition mit dem gesamten Landtag übrigens die Gründung des ITVSH, des IT-Verbundes Schleswig-Holstein, Ende 2018, damit die organisatorische Grundlage dafür geschaffen, um eben auch in die Gemeinden, in die Kommunen hineinzugehen und mit den Gemeinden und Kommunen mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Herr Minister, vielen Dank für den klaren Bericht. Sie haben die Chancen aufgezeigt, Sie haben die Herausforderungen aufgezeigt. Ich beantrage deshalb die Überweisung des Berichts in den Digitalisierungsausschuss dieses Landtags. Vielen Dank.